Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute eine Revolution vorstellen und ich bin echt begeistert davon und es ist was ganz Neues. Also ich habe bis jetzt ein Video dazu gefunden auf YouTube und zwar geht es um das Magnesiumöl wieder mal. Ich habe ja schon ein Video gedreht, wie ihr das Magnesiumöl selber herstellt und auftragt. Was dann nicht ganz so geil ist, dass es halt so verläuft. Und es ist auch so, dass das Magnesium ein bisschen zwickt und zwackt, je nachdem, wie man es verdünnt auf der Haut. Und ich beispielsweise, wenn ich meine Periode habe, also meine Menstruation, dann sprühe ich mir das auf den Bauch und reibe es ein, weil Magnesium mir ganz wichtig ist, wenn die Muskeln auch krampfen. Und ich war dann immer ein bisschen genervt davon, weil wenn es eh schon weh getan hat, der Bauch, und es immer dann noch so ein bisschen juckt und zwickt, dann war es nicht ganz optimal. Was ihr dazu braucht, sind genau drei Zutaten, beziehungsweise mit Wasser sind es vier. Und ich weiß natürlich nicht, also es gibt natürlich zu kaufen, so einen Pumpspender, den gibt es ganz günstig im Internet. Ich habe den jetzt leider aus Plastik, mir wäre lieber aus Glas gewesen, aber irgendwie habe ich aus Glas keinen geeigneten gefunden und ich habe jetzt eben diesen hier aus Plastik, aber der ist ja wiederverwendbar. Also es ist ja nicht so, dass ich den jetzt nach einem Mal wegschmeiße. Also es soll wirklich kein so ein Sprühding sein, sondern es soll wirklich so ein Pumpding sein, weil es richtig Geleeartig ist. Und zwar machen wir heute Magnesiumgel. Und Magnesiumgel zwickt nicht und Magnesiumgel verläuft nicht. Und deswegen bin ich total froh, euch zeigen zu können, wie das geht. Also ihr braucht einmal Magnesiumchlorid. Das hatte ich ja sowieso schon vorgestellt. Da habe ich immer noch dieses aus dem Dia Clean Shop. Das kennt ihr schon alle, das kommt in so einem 1 Kilo Behälter, das ist relativ günstig und ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, wo es Magnesiumgel zu kaufen gibt, deswegen stellen wir es selber her. Und dann noch, das habe ich zusätzlich jetzt noch bestellt und zwar heißt es Xanthan, das wird auch als E415 verkauft, Xanthan Gum, klingt erstmal total chemisch. Ich habe mich dann schlau darüber gemacht, weil ich habe natürlich keine Lust, mir da ständig irgendwas auf den Bauch zu schmieren, was totale Chemiekeule ist. Und Xanthan ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid und wird auch als Lebensmittelzusatzstoff sozusagen hergenommen, also als Geliermittel, als Verdickungsmittel, also das kann man wirklich auch essen. Und es ist auf Ökobasis, also es ist wirklich geprüft. Es ist wirklich geprüft und eben für Öko-Lebensmittel zugelassen. Also kann es ja nicht schlecht sein. Und wir essen es ja nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich essen wollen würde. Wobei es wahrscheinlich auch in vielen Produkten versteckt drin ist. Da müsste man auch mal nachlesen. Aber wir schmieren es uns auf den Bauch. Und ja, also ich denke mal, ich werde in dieses Magnesiumgel noch ätherische Öle dazu reintun. Welches weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir jetzt dann. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Also ihr braucht dazu eben nur dieses Xanthan und wie gesagt das Magnesiumchlorid. Ich habe beides von diesem Dia Clean Shop, weil das da am günstigsten ist und qualitativ, also preis-leistungsmäßig einfach gut ist. Und da habe ich ja auch meinen Bienenwachs schon gekauft. Was habe ich da noch her? Mein Natron hole ich mir da. Also ist meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Ich verlinke es euch natürlich alles unten und jetzt geht's los. Ach genau, was ihr dazu braucht, wollte ich schon dreimal sagen. Ihr braucht eben, wie gesagt, diese beiden Sachen, diesen Pumpspender, den ich schon vorgestellt habe und einfach nur destilliertes Wasser. Mit normalem Wasser, mit Leitungswasser kann man es auch machen. Ich mache es ganz normal, einfach mit destilliertem Wasser, weil ich es da habe, weil ich es zu Hause habe und ja, sonst würde ich halt einfach empfehlen, das Leitungswasser abzukochen. Jetzt geht's aber los. So, jetzt befinden wir uns wieder in meiner berühmten Küche. Ich bräuchte, also ich mache es hier immer mit dieser kleinen Mini-Pfanne, weil es wird ja jetzt nicht so viel. Dann hole ich mir hier eine Tasse und schon kann es losgehen. Also dieses Xanthan ist jetzt noch voll verpackt, das habe ich selber noch nicht genommen. Benutzt. Ich mache das jetzt eben auch zum ersten Mal. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen ran. So. Das ist eben so abgepackt. Und da hole ich mir jetzt
gehäuften Tierwickel. So. In die Tasse. Und dazu kommen 2 gehäufte Teelöffel von dem Magnesiumchlorid. So. Und weil es so schön ist, ich glaube, ich mache noch einen drauf. Das war jetzt nicht wirklich gehäuft. Jetzt mache ich noch einen gestrichenen drauf. Also von der Menge her ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Es hat ein großes, relativ großes Toleranz. Es kommt auch darauf an, wie viel Wasser ihr jetzt dazu gibt. So, dann fülle ich das in die Pfanne. Moment, ich zeig's euch. So, dazu kommt eine kleine ganze Tasse voll Wasser. Und das schütte ich jetzt drauf und währenddessen muss ich aber rühren, damit es nicht verklumpt. Das kann ich jetzt leider nicht filmen, weil ich alleine bin. Aber einfach das Wasser auf das Magnesium und das Xanthan drauf schütten und währenddessen schon mit dem Schneebesen umrühren. Und so lange rühren, bis eben keine Klumpen mehr zu sehen sind. So wichtig ist rühren, 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 damit auch die letzten kleinen Klümpchen sich auflösen. Und jetzt gebe ich noch zum Schluss, jetzt ist es noch nicht ganz zäh wie so Gel, Zitronengras, ätherisches Öl dazu, also mit dem Geruch Zitronengras. Ich habe jetzt 15 Tropfen hinzugegeben und jetzt schütte ich das Gel durch den Trichter in das kleine Fläschchen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, sonst muss ich es irgendwie anders abfüllen. Aber es läuft noch. Es ist ja noch nicht mehr erkaltet sozusagen. Also es braucht etwas Zeit, aber es funktioniert tatsächlich durch den Trichter. Und ich habe jetzt da noch einiges über, deswegen hole ich mir jetzt noch mein zweites Fläschchen, die habe ich im Zweierpack. So, hier bin ich wieder. Jetzt habe ich die Mission erfolgreich beendet. Es ist sogar noch ein bisschen warm, aber ich möchte es euch jetzt einfach schnell zeigen. Dazu komme ich mal näher ran. Mein Arm und das Magnesiumöl. Öl sage ich schon, Gel. Ha, ich finde es so cool. Und das könnt ihr euch jetzt einfach einreiben. Und noch dazu, das ist ja eigentlich geruchslos, das Magnesium und dieses Xanthan. Und jetzt dufte ich. Ja, also sehr zu empfehlen, wirklich. Ich bin riesig froh, dass es diese, und es ist auch noch so angenehm geschmeidig. Ich bin echt begeistert. Also ich bin selten wirklich von was man selber macht, so begeistert wie von dem jetzt. Es ist vor allem so einfach und so effektiv. Da müsst ihr nicht noch Magnesium zusätzlich auch noch schlucken, wenn ihr das Magnesiumöl verwendet, wenn ihr Magnesiummangel habt. Oder eben irgendwelche Muskelkater, Krämpfe oder sonstiges. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielleicht macht ihr es ja nach und es gefällt euch so gut wie mir. Bis dann. Tschüss.